Hallo, liebe GetGoods TV-Zuschauer, GetGoods Kunden und auch unsere Shopper aus dem Schwester-Shop Home of Hardware. Hier vor uns sehen wir aufleuchtend, blinkend im Lockscreen einmal das Motorola Max mit Android 4.04 und hier das Motorola Razr mit der Version 2.3.6. Man sieht schon zu Anfang im Lockscreen Veränderungen, die Motorola vorgenommen hat. Und zwar ist hier im Lockscreen zum einen mehr Auswahl vorhanden. Die Stummschalttaste ist jetzt hier nicht mehr, sage ich mal, vertikal, sondern horizontal gelöst worden. Und bevor ich jetzt hier andauernd immer an- und ausmachen muss, oder besser gesagt, das aus dem Standby erwecken muss, um zum Lockscreen zu kommen, gehen wir doch einfach mal rein in die Oberfläche. Man sieht schon auf den ersten Blick Veränderungen. Zum einen hier unten den Launcher, den sieht man jetzt hier mit 5 Icons belegt, wobei das hier natürlich in den App Drawer hineingeht. Und hier, da ist bei den Apps noch, sage ich mal, der App Drawer unter Motorola Android 2.3.6 versteckt worden. Man muss sich also ein bisschen umstellen. Man hat hier halt jetzt mehr Platz. Die Icons haben sich leicht verändert. Das Smiley von SMS ist nicht mehr so rum, sondern so rum. Hier kommt noch die Personenfunktion hinzu. Das ist das Telefonbuch. Hier kann man dann durchseppen und sich mal die Personen anschauen. Die Favoriten werden jetzt auch ein bisschen anders angeordnet. Da sieht man das jetzt in einem großen Bild und nicht mehr als eine Liste untereinander hinweg. Der Hintergrund ist zum größten Teil auch in Schwarz gehalten und nicht mehr in Weiß. Grundsätzlich lässt sich schon mal sagen, dass Android Ice Cream Sandwich auf dem Motorola Razr Max und später sicherlich auch auf dem Motorola Razr mehr nach Ice Cream Sandwich anfühlt als das hier 2.3.6, ist klar, ist aber hier überlagert mit Motorola Blur. Am Anfang sieht man ja auch hier, dass die Favoriten oder 4 der Favoriten hier oben in so einer Art Widgets dann abgelegt werden, sodass man noch einen schnelleren Zugriff auf seine 4 liebsten Freunde bekommt. Und wenn man das ein bisschen ausdehnen will, wenn man eine ganz große Gruppe an Freunden hat, dann kann man das hier nochmal herunterpullen und bevorzugte Kontakte sieht man dann hier. Einfach adden oder hier noch in den Einstellungen hineingehen und dann die Sortierungen vornehmen. Das zum einen, schnell noch mal kurz einen Blick reingeworfen, um euch zu beweisen, dass hier 2 verschiedene Versionen drauf ist. Man sieht hier auch schon in den Einstellungen und eigentlich zieht sich das komplett hindurch. Links das Motorola Max mit Ice Cream Sandwich gleicht mehr oder ist dichter dran an dem Original Android-Version, so wie sich Google das immer vorgestellt hat, als das hier mit der, sage ich mal, veränderten 2.3.6 Version, weil hier auch die weiße Hintergrundfläche ist und dann ist hier auch noch die Icons dann alles ein bisschen größer dargestellt. Hier ist es alles ein bisschen kleiner und so weiter und so fort. Gehen wir mal in den Telefoninfos, so wie ich das angekündigt habe. Und dort sieht man Android-Version 2.3.6 und hier ist das 4.04. Mal wieder raus. Eine der Neuerungen, nicht nur in diesem Lockscreen kann man in 4 verschiedene Anwendungen hineinsprechen. Telefon, Kamera, Unlock und auch SMS bei dem Android 4.0. Sondern man kann da auch, sage ich mal, eine Funktion, die ihr Ice Cream Sandwich mit sich bringt, nämlich Face Unlock, kann man jetzt auch hier drüber machen. Dann geht man einfach in die Sicherheit, Bildschirmsperre, entweder mit dem Finger schieben, Gesichtsentsperrung, Muster, das kann man auch, ein PIN und so weiter und so fort. Das geht mittlerweile jetzt mit dem Update auch. Das zum einen. So, die Favoriten hatte ich schon erwähnt. Die GUI hat sich komplett dann immer halt ein bisschen verändert. Das hatte ich auch schon erwähnt, dass es dann nicht mehr mit einem weißen Hintergrund hinterlegt ist. Sämtliche Icons sind ein bisschen kleiner geworden. Und ja, was hat sich hier noch verändert? Und wenn man mal hier rüber zappt, dann sieht man hier die grafische Veränderung auch noch. Hier ist es auch ein bisschen mehr Platz gewonnen
Und bei der Tastatur können wir mal in die SMS hineinspringen. Machen wir mal hier eine neue SMS auf. Gleicht es auch mehr der normalen Android Ice Cream Sandwich Variante als dieses hier, die auch wieder anders aufgebaut ist. Grundsätzlich ist es aber identisch, wenn man jetzt mal das auch noch in den Landscape-Modus versetzt. Ist natürlich eine reine Geschmackssache, welches man besser findet. Bei der Kamera, ich springe mal wieder zurück, hat sich eigentlich kaum was verändert. Da ist alles fast beim Gleichen geblieben, jedenfalls von den ganzen Funktionen her ist nichts Neues hinzugekommen. Ja. Man sieht es vielleicht an der GUI, an der grafischen Benutzeroberfläche, hat sich ein bisschen Veränderungen getan. Da sieht man das, den Unterschied. Den Zoom-Balken hat man auch verändert. Hier sieht man jetzt eindeutig, das wird rausgezoomt und hier wird dann hochgezoomt. Ja. Fokuspunkte werden auch noch erkannt. Hier ist es noch ein bisschen besser animiert. Grundsätzlich ist auch, die ganzen Animationen wurden bei 404 bei Ice Cream Sandwich auf dem Motorola Razr heruntergefahren, so dass man das dann halt, sag ich mal, nicht mehr so viel Eye Candy da zu Gesicht bekommt. Es erinnert mehr an ein Stock Android. So, da noch in die Bilderfunktion hinein. Ja. Im Telefonbuch sieht man auch Veränderungen. Deshalb gehen wir mal in die Personen hinein. Da haben wir es ja nochmal zu Gesicht bekommen. Hier kann man im Telefonbuch hineinsetzen. Und hier wird es nochmal in Personen. Man kann auch kopieren und so weiter und so fort. Tja, das ist auch anders geworden. Hier sieht man das halbtransparent. Die Notification Center, anders als bei anderen, gibt es hier oben keine, sag ich mal, Funktionen wie Bluetooth aktivieren, Bluetooth aufstellen, WLAN aktivieren, Flugzeugmodus aktivieren und so weiter und so fort. Das ist ja als Widgets dann hier hinterlegt worden. Die Widgets hatte ich vorhin euch schon gezeigt. Da ist jetzt auch eins mehr hinzugekommen. Tja, grundsätzlich mein subjektiver Eindruck für einen kleinen Augenblick. Es ist alles, ja, sage ich mal, ein bisschen flüssiger, kann man nicht unbedingt sagen, aber es ist ein anderes Erlebnis, weil eben halt alles sich anders aussieht, sich mehr nach Android anfühlt und nicht nach Motorola anfühlt. Natürlich hat Motorola trotzdem noch so ein paar andere Neat-Features ein, interessante Features eingebaut, wie zum Beispiel diese Favoriten. Die finde ich eigentlich ganz toll hier, aber das ist rein subjektiver Eindruck, die müsst ihr euch selber dann eben halt entscheiden, ob das euch interessiert oder nicht. Grundsätzlich lohnt es sich, das Update zu installieren, wenn das Update dann endlich mal erscheint für das Motorola Razr. Das Max wird standardmäßig schon mit 404 ausgeliefert. Diese beiden Geräte bekommt ihr natürlich bei uns in den beiden Shops unter getgoods.de und hoh.de. Und wenn es euch interessiert, dann solltet ihr unbedingt auch mal bei unserem Blog vorbeischauen. Unter blog.getgoods.de oder auch gerne in unserem Videoportal. Der ist erreichbar über videos.getgoods.de. Bis bald!